Willkommen bei Glaubenskompass. Heute beschäftigen wir uns wieder mit den Botschaften von Fatima. Papst Franziskus hat sein Pontifikat der Gottesmutter von Fatima geweiht. Und auch für den Gründer von Kirche in Not, Pater Werenfried van Straten, war Fatima das Zentrum seines priesterlichen Denkens und Wirkens. Heute geht es bei uns um das sogenannte dritte Geheimnis von Fatima. Zu Gast bei mir im Studio ist wieder der Fatima-Experte Christian Stadtmüller. Herzlich willkommen, Herr Wicker. Hallo. Herr Wicker, heute soll es also um das sagenumwobene dritte Geheimnis, so will ich es mal nennen, von Fatima gehen. Daran ist ja auffällig, dass es erst im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Warum eigentlich so spät? Schwester Lucia hat einen Umschlag gemacht, auf dem steht nicht vor 1960 öffnen. Und 1960 war Johannes der 23. Papst und er muss einen Schrecken bekommen haben, heißt es immer wieder, als er das Geheimnis gelesen hat und er entschied, dass das Geheimnis nicht veröffentlicht wird. Warum das so geschehen ist, das bleibt Spekulation. Wahrscheinlich wollte man Aufruhr vermeiden und Spekulation, ja. Was ist denn nun über dieses dritte Geheimnis überhaupt bekannt, der Öffentlichkeit zumindest? Im Jahr 2000 hat Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation das dritte Geheimnis von Fatima der Öffentlichkeit vorgestellt. Er hat als emeritierter Papst nochmal betont, dass das dritte Geheimnis vollständig veröffentlicht wurde. Und es geht dabei um die Vision der Kinder, die davon berichtet, dass ein weiß gekleideter Bischof, Lucia schreibt, wir dachten, es sei der Papst, zu Tode kommt, mit Pfeilen beschossen wird und erschossen wird, zusammen mit vielen Priestern und Bischöfen, als er unterwegs zu einem Kreuz war. Und das wurde ja oft in Verbindung gesehen mit dem Attentat auf Johannes Paul II. Wie sieht das die Kirche heute? Johannes Paul II. Hat sein Attentat vom 13. Mai 1981 immer auf Fatima hin interpretiert, hat immer gesagt, die Mutter Gottes hat die Kugel abgeleitet. Deshalb hat er die Kugel, die aus seinem Leib herausoperiert wurde, ein Jahr später auch in die Krone der Mutter Gottes von Fatima in Fatima einsetzen lassen. Er hegte überhaupt keine Zweifel und es ist bekannt, dass er ab diesem Zeitpunkt sein ganzes Pontifikat gleichsam im Licht der Botschaft von Fatima sah. Erwähnenswert im Zusammenhang mit Johannes Paul II., denke ich, ist, dass er die seligen Seherkinder im heiligen Jahr 2000 selig gesprochen hat in Fatima. Es war neben der Heiliglandfahrt im heiligen Jahr die einzige Auslandsreise dieses Papstes. Schon von daher wird deutlich, welche Stelle Fatima in seinem Denken eingenommen hat und dass er Kinder selig gesprochen hat, was bis dato ja auch nicht so vorgekommen ist. Ja? Also 8-, 9-jährige Kinder selig zu sprechen. Benedikt XVI. Hat noch als Präfekt diese Deutung des dritten Geheimnisses übernommen. Es war quasi Common Sense, dass mit dem Attentat auf Johannes Paul II. Und dem Fall des Kommunismus in der Sowjetunion das dritte Geheimnis abgehandelt ist, die Botschaft von Fatima damit quasi erfüllt ist. Aber dann kam der 11. September und vor allen Dingen kamen die großen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. In dem Zusammenhang fliegt Benedikt XVI. 2010 nach Fatima, um dort die Feierlichkeiten zu leiten. Und auf dem Flug nach Fatima weitet er die Deutung des dritten Geheimnisses über das, was mit Johannes Paul II. War und geschehen ist, hinaus in die Zukunft und macht deutlich,
Das dritte Geheimnis weist auch in die Zukunft der Kirche. Eben. Ich wollte gerade sagen, man hat das ja immer nur in Verbindung mit Russland gesehen, in Verbindung mit dem Kommunismus, und all das schien ja auch eingetreten zu sein. Der Kommunismus hat seine Irrlehre über die Welt verbreitet und mit dem Fall des Kommunismus schien das abgehandelt zu sein. Was ist denn jetzt konkret die Prophetie vielleicht von Fatima in die Zukunft oder in die Gegenwart? Ich würde es nicht Prophetie nennen, sondern eine Botschaft oder einen Appell. Maria sagt ja recht früh zu den Kindern, betet täglich den Rosenkranz, damit Friede werde auf der Welt, damit Friede sei. Und in unserer Gegenwart, und so schnell wird sich das scheinbar auch nicht ändern, ist doch der Friede zwischen den Völkern und im Herzen der Menschen ein Grundanliegen eines jeden betenden Menschen. Und es ist doch eine wunderbare Zusage des Himmels durch die Mutter Gottes an die drei Hirtenkinder, dass ich durch mein Gebet mithelfen kann, dass Friede ist auf der Welt. Hm. Und ich denke, das ist diese Botschaft von Fatima auch für die Zukunft und natürlich darüber hinaus die Solidarität der Christgläubigen auch mit denen, die den Weg mit Gott verlassen haben, also die in schwerer Sünde leben, die sich abgekehrt haben, dass ich auch für die etwas tun kann, durch mein Opfer, durch mein bußfertiges Leben, indem ich versuche, heilig zu werden, dass ich damit